Im Rampenlicht steht heute AJ Guinness. Er holte als allererster Grieche Weltcup-Punkte im Slalom. Alexander AJ Guinness ist US-amerikanisch-griechischer Skifahrer. Er wurde 1994 in Athen geboren. Sein Vater war Grieche, seine Mutter ist aus den USA und die ganze Familie teilt eine Leidenschaft: das Skifahren. Aber Skifahren in Griechenland, da wo andere Strandurlaub machen? Das geht. In Griechenland gibt es sowohl Berge als auch Skigebiete. Sein Vater hatte sogar eine Skischule, in der Guinness wöchentlich übte. Mit 11 Jahren zog AJ Guinness zusammen mit seinem Papa für ein paar Jahre nach Salzburg. Deshalb spricht er auch sehr gut Deutsch. Er begann für den Skiclub Capron Rennen zu fahren und das ziemlich erfolgreich. Im Alter von 15 Jahren zog er nach Amerika. Er ging dort auf eine Skiakademie und nach nur 2 Jahren fuhr er für das amerikanische Nationalteam Slalom. Allerdings hatte Guinness es aufgrund einiger Verletzungen nicht immer leicht und er musste 5-mal operiert werden. 2014 folgte dann sein härtester Schicksalsschlag. Sein Vater starb. AJ konnte seine Karriere als Skiprofi mit Spendengeldern in einer Höhe von $20.000 retten. Daraufhin feierte er viele Erfolge. Bei den Juniorenmeisterschaften im Slalom 2015 holte er Bronze. Seine ersten Weltcup-Punkte folgten 2016, allerdings für Amerika. 2017 wurde er US-amerikanischer Meister im Slalom. Jedoch folgten darauf wieder zahlreiche Verletzungen. Aufgrund dieser Rückschläge sah das US-Skiteam kein Potenzial mehr für seine Karriere und stoppte die Finanzierung. Um seinen Traumberuf weiter fortzuführen, nahm er die Anfrage eines Wechsels zum griechischen Verband dankend an. Sein Ziel ist klar. In einem Interview letztes Jahr sagte er: "Bisher hat es noch nie einen Griechen gegeben, der Weltcup-Punkte gesammelt hat. Das will ich ändern." Und genau das tat er. Vergangenen Sonntag schrieb AJ Guinness Skigeschichte und holte als erster Grieche beim Slalom in Flachau Weltcup-Punkte.